müde und erwacht zugleich. So viele Jahre nach meiner Erweckung intensiv transformiert. So lange hat der Engel in mir geschlafen. So lange habe ich das Spiel der Dualität in allen Winkeln erforscht. So lange ein Leben gelebt, in dem ich so viele Leben erfahren habe, so viel Leid, so viel Freude, so viel Schatten, so viel Licht. So müde mit all den Dramen, so müde geworden, den Schmerz zu erfahren. So müde geworden, Widerstand zu leisten, alles loslassen, mich selber freigeben, hingeben, eintauchen. Es braucht Mut, ein bewusstes Leben zu führen, und es braucht enorm viel Kraft. Und dennoch, mein Weg ist der Weg von vielen. Ich trage die Machete in der Hand, jeden Tag neu geschärft, um einen Pfad zu schlagen im Dschungel der Dualität für andere. Es ist anstrengend und ermüdend. Es kostet so viel Kraft, zu kämpfen für mich und für andere. Und doch bin ich begleitet, fühle die Kraft meiner Seele, fühle die Kraft der Engel in mir. Ich bin Liebe, ich bin Licht und das werde ich weitergeben, Tag für Tag und Nacht für Nacht. Verbinde ich mich zutiefst mit meinem unterbewussten, unbewussten, klaren, freien Sein. Nacht für Nacht schöpfe ich neue Kraft, erfrische mich, tanke auf, tauche ein in die Liebe, ewig. Bedingungslos. Tauche ein in die Kraft der Schöpferquelle. Ewig. Leuchtend. Und mache mich stark für dich. Breite meine Schwingen aus. Bringe Licht auf diese Welt. Farben. Liebe. Energie. Mein Weg ist der Weg von vielen und doch einzigartig, so wie dein Weg einzigartig ist. Auch du magst manchmal müde sein und manchmal fühlt sich das Leben leuchtend an, erleuchtet, wahr. Intensiv. Das sind die Momente, in denen du dich erinnern kannst, wer du wirklich bist, um dir dabei zu helfen, nämlich alles in Kauf, um dir dein Licht zu zeigen, strenge ich mich an, um dir zu zeigen, dass Leben schön sein kann, schenke ich dir mein Licht. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du dich inspirieren lässt.
In Liebe, deine Sonja Ariel.